Wir kommen zur Börse und da ist die Lufthansa ein Thema, die heute ihre Hauptversammlung abhält. Da scheint es ordentlich Kritik der Aktionäre zu geben. Klaus-Rainer Jackisch, was wird bemängelt? Ja, in der Tat, es gibt heftige Kritik am Management, insbesondere am Konzernvorsitzenden Spohr. Ihm wird vorgeworfen, dass er keine klare Strategie für das Unternehmen habe, was die Aktionäre vor allen Dingen an zwei Punkten festmachen. Zum einen an der geplanten teilweise Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA. Das ist die Nachfolgegesellschaft der insolvent gegangenen Alitalia. Man befürchtet, dass dies hohe Kosten und hohe Verluste mit sich bringt und keine Gewinne und ist deshalb weitgehend oder bei vielen Aktionären ist man dagegen. Zum anderen wird Spohr vorgeworfen, er würde die Lufthansa nicht mehr klar als Premium-Airline, sondern immer mehr auch als Billig-Airline positionieren, nachdem insbesondere Service, Qualität und Catering deutlich runtergefahren worden ist und das einen Proteststurm insbesondere in Internetforen ausgelöst hat. Der Aktienkurs heute zeitweise unter Druck, konnte sich dann wieder erholen. Auch der gesamte deutsche Aktienmarkt konnte einen Teil der Verluste vom Morgen wieder wettmachen. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 15.938 Punkten, 13 weniger als gestern. Hintergrund sind vor allem schlechte Konjunkturdaten aus China. Klaus-Rainer Jackisch, vielen Dank.